Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe die Zeit schon auf 0,5 gesetzt, weil ich einfach, ich möchte diesen Auftrag machen unbedingt. Und ich habe schon gekalkt, das ohne euch, habe auch Kalk nachgeholt, weil der Kalk alle war. Ich denke mal, ich werde hier auch Düngermittel nochmal brauchen, denn wenn ich hier mit dem Feld fertig bin. Weil ich muss ja doch sehr viel nachdüngen jetzt für die Gerste hier. Und ja, da könnte jetzt einiges bei drauf gehen. Wir werden sehen, wie stark oder wie schlecht es läuft jetzt hier und wie viel wir noch nachkaufen müssen. Aber es sollte sich nicht um allzu viel handeln. Hoffe ich zumindest. So, dann wollen wir mal loslegen. Eine schöne Aussaat. Die ist lustig. Eine schöne Aussaat, die ist schön. Nee, wir lassen das. So. Wie gesagt, hier werden wir unser Gerstenfeld haben. Für die nächsten oder für dieses Jahr. Und im nächsten Jahr sind hier wieder Rüben drauf. Also es wird jetzt immer ein Wechsel sein. Erste Rüben, erste Rüben. Die beiden Felder, die variieren immer. Und auf den anderen beiden großen Feldern werde ich dann zusehen, dass ich dann da immer eine Ölfrucht habe und dann entweder Weizen oder je nachdem, wie viel Stroh ich brauche, Weizen oder Hirse. Und dann werden wir natürlich durch die Vergrößerung unseres Hofes, durch mehr Felder, dann früher oder später natürlich dann wieder mehr Früchte im Wechsel sozusagen dann haben können und vielleicht eventuell auch eine zweite Ölfrucht oder ähnliches denn dazu nehmen können, so Sonnenblumen ähnliches. Da wäre ich schon dafür, dass wir uns so langsam in die Richtung auch bewegen. Einfach nur aus dem Grunde, dass wir dort dann auch das andere Schneidwerk für Mais mit haben. Das heißt, wir könnten dann in Mais und in Sonnenblumen gehen mit nur dem Dazukauf von einem Schneidwerk. Hätten wir sozusagen die Möglichkeit, zwei Produkte mehr anzubieten und natürlich auch zur Weiterverarbeitung dann eventuell nutzen. Das ist, sage ich mal, relativ günstig zu machen. Ich würde natürlich ganz gerne auch den Mähdrescher noch auf die größte Motorausbaustufe bringen. Das wäre noch ein, wollen wir sagen, sehr schöner oder sehr guter, eine gute Investition, aber es ist halt eben auch schweineteuer. Also es ist halt ein bisschen über 100.000, so um die 120.000 waren das, wie das denn kosten wird. Und ja, er bleibt ja nicht stehen, ne? Also er funktioniert ja überall, er bleibt ja nirgends stehen, aber er ist natürlich auch nicht jetzt das Tier, das man dann da hinten an dem Hang, den wir jetzt da drin haben, dann ohne Probleme nutzen kann, also nicht ganz problemlos. Und er würde dann wahrscheinlich ein bisschen besser arbeiten können. So, was auch immer hier hinten ist, also hier haben wir auch ab und zu Drops bis auf 10 Frames runter, wie ihr seht. Also es ist richtig stehen bleibt das Spiel. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, wo das herkommt. Müssen wir mal genauer gucken. Interessant sieht übrigens die Feldmaßung aus und ich wollte noch mal was gucken. Wir wissen ja, dass wir ungefähr 200.000 Liter Rüben hatten. Pro Hektar sollten wir ja so um die 79 Tonnen kriegen. Wir müssten jetzt eigentlich mal bei Precision Farming in das Log zu diesem Feld schauen, wie viel Ertrag wir von diesem Feld sozusagen schon haben. Die Frage ist, ob die vorige Frucht, die drauf war, schon mit reinzählt. Ich glaube, dabei hatten wir ja in der Vorsaison schon geerntet. Da war hier was drauf, was wir auch nutzen konnten. Aber fragt mich nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war Raps. Bin mir aber nicht mehr sicher. Von der Menge im Lager könnte es auch Gerste oder Weizen gewesen sein, die ich habe. Also die Produkte, die ich davon selber im Lager habe. Ja, das gucken wir doch gleich weg mal. Ne? Da gucken wir mal ganz kurz bei Precision Farming nach. Also die Wertung für dieses Feld ist noch nicht sehr optimal. Ja, so, die Wertung für dieses Feld ist bei 78. Wie man sieht, und wir haben Ertrag hier drauf 172 Tonnen, 188.599. Nö, das passt zu unseren Rüben. 23.000 Euro ist natürlich eigentlich ein bisschen wenig.
würde ich sagen, als Einnahmen für 188.000 Rüben. Denn wenn ich die Rüben an sich verkaufen würde, ja, es tickert immer hoch, weil jetzt gerade der Trecker draufsteht und dann Sprit verbraucht. Durch zwei, also 90.000 verdient man ja nicht durch die Rüben. Also der Rechnungsbetrag, was man da wirklich kriegt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo einstellen kann, dass ich da Rüben drauf hatte oder sowas, dass er das ein bisschen besser berechnet. Aber da ist deutlich mehr Einnahmen würden wir damit erzielen, mit dem, was wir jetzt hier gerade auf dem Feld haben oder geerntet haben. Aber die 188.000, das passt so ungefähr zu den Rüben. Da hätte ich gesagt, jo, das kann man eigentlich fast sogar so unterschreiben. Hat mich nochmal interessiert, also wie genau oder wie gut das jetzt da drinnen zu lesen ist, von dem, was wir da ja, abgebaut haben. Oder abgebaut, angebaut und geerntet. So, nicht abgebaut, geerntet. Das klingt besser. Da haben wir schon eine große Überlappung hier. Aber ich will auch nicht ganz so schief fahren. Ist nicht so einfach auf dem Geflügten da den Kurs zu halten. Da ruppelt der Traktor doch sehr hin und her. Nicht schön aus, wie man die Kreiselei, die ich hier mache, aber lässt sich gerade nicht anders regeln. Lässt sich schon anders regeln, aber ich muss gerade nicht anders, weil ich irgendwie so ein bisschen Zeitdruck mit mir spüre und ich will halt die Aussaat noch fertig haben und dann würde ich ganz gerne den Auftrag annehmen und dann zusehen, dass da beide Erntemaschinen gleichzeitig drauf laufen mit Helfern und ich dann bloß das Abfahren mache. Und da erhoffe ich mir einfach, dass ich dadurch Gewinn mache. Ich weiß nicht, was ein Helfer pro Stunde kostet, aber ich gehe davon aus, dass ich ungefähr dann mit zwei Erntemaschinen so um die 3 bis 4 Stunden brauche. Aber das werde ich heute nicht mehr schaffen. Nee, aber eine Stunde kann ich heute noch. Oder anderthalb. Da würde ich ganz gerne dann dass das alles fertig kriegen, damit wir da wirklich, also das Geld lockt einfach zu sehr. Also die 42.000, die 40.000 gewinnen oder wenn lass mit Helfer ab zu 35.000 gewinnen bei rumkommen oder 30.000. Das sind 30.000, die wir für uns verdienen. Und dazu kommen halt eben noch ein paar Rüben, die für uns dann überbleiben. Wo man dann wirklich sagen kann, ja, da haben wir richtig fett Kohle gemacht. Und unsere Zuckerfabrik wird wahrscheinlich das ganze Jahr dann arbeiten. Und das ist natürlich auch etwas, was wir erreichen wollen. Ne? Wir wollen ja, dass die Zuckerfabrik auch 24/7 arbeitet, so wie der Bäcker. Und dann denke ich mal, werde ich irgendwann mir nochmal für 50.000 so eine na, die hier Wolle zu Stoff macht, zu Stoffen macht, zulegen und nochmal ein großes Schaf oder eine große Schafsfarm. Wenn wir oben dann noch dahin waren, wo die andere Schafsfarm auch steht. Da bin ich immer noch am Überlegen, ob ich da nicht nochmal, sagen wir mal, mit dem Geländetool und ähnliches nochmal offscreen und off ein bisschen was dran mache, damit das da ein bisschen schöner ist in der Ecke. Und hier, unschön. Einen kleinen Fetzen wollte ich da nicht mit besehen noch. Der Rabe will sich jetzt ein bisschen Gerste holen, oder wie? Schmeckt ihm doch gar nicht. Na gut, weiß man nicht, wie warm das schmeckt, ne? Man ist ja selber keiner. So, nee, da wollte ich dann nochmal das bisschen angleichen, dass das schöner dasteht. Einfach nur dann hätte ich wieder alle Schafe müssten dann theoretisch raus. Das könnte man dann halt eben regeln, indem ich einen zweiten Stall baue, alle Schafe um ziehen lasse und dass ich das Gebäude dann halt eben anders platziere, so dass es dann halt eben nicht so wild den die Straße oder die Kante dort an der Straße so wild ist, dass sie dann beide nebeneinander unten stehen und dann ist es gut. Und nach hinten die Wiese nutzen als ja, als Hang für die Schafe. Ich denke, das sollte gehen. Den Damm, der dahinter steht. Also da ist zumindest ist das, was mich persönlich noch stört, dass das da so schräg steht und ähnliches. Und natürlich habe ich auch einen Kommentar mitbekommen, dass geschrieben wurde,
dass noch die ein oder andere Halle eventuell noch gebaut werden kann. Das ist der Mod mit den Ballen, der kommt ganz gut an. Finde ich auch sehr gut. Und wie gesagt, dass ich dann dann noch ein paar Hallen hinstelle für die Traktoren, für die Maschinen. Ich denke, das werden wir im Zuge dessen, dass wir mir den Stall dort bauen und die ganze Anlage dafür bauen. Wir müssen natürlich so viel Platz lassen, dass wir auch den zweiten Stall noch hinkriegen dann nachher am Ende. Dass das dann alles ganz gut laufen wird. Und wenn die zwei Ställe da stehen und wir dann mit zwei Schafstellen dann auch beseelt sind, dann werde ich auch noch in Richtung Schweinestall gehen. Und da müssen wir mal gucken, wo wir die hinstellen. Aber da werden wir dann auch noch Plätze finden. Vielleicht mache ich den Schweinestall, wenn der von der Größe her dahin passt, dahin, wo jetzt die Gewächshäuser sind, und lass die Gewächshäuser umziehen, dass die dann halt vielleicht da stehen, wo jetzt die Kuhweide ist und die Kuhweide da wegkommt. Oder der Schweinestall dahin kommt, wo die Kuhweide ist. Also die reine Weide, die verschwindet dann. Also die will ich da nicht mehr haben. Da könnte man dann nicht wirklich die Gewächshäuser ganz gut unterbringen. So drei oder vier nebeneinander, das müsste da hinpassen. Damit da, ja, nee, doch, das müsste da nicht gut passen. Ich muss mal irgendwann eine Wasserholaktion machen. Auch wieder ein bisschen mehr Wasser, dass dann die ganzen Dinger wieder voll sind, also die ganzen Gewächshäuser. Das fällt mir dabei jetzt gerade ein, wo ich so drüber nachdenke. Ja, also wie gesagt, da haben wir durchaus Nachholbedarf oder sagen wir mal auch Verschönerungsbedarf direkt. Nicht nur eine Möglichkeit, das zu verschönern, sondern wirklich auch Bedarf. Weil es sieht wirklich grauenhaft aus, wie der Schafstall da steht und ähnliches. Und das müsste man wirklich demnächst mal schön machen. Auch um die Zuckerfabrik drumherum, das müsste man auch ein bisschen schöner machen. Dass da, wie soll ich sagen, dass es da nicht so holpert, wenn ich die Rüben abliefere. Ne? Wenn ich da jetzt durchfahre, mal hinten rum, dass ich das dann alles zur Betonfläche mache und dass ich das dann auch ein bisschen begradige, die ganzen Ecken und Kanten da ein bisschen rauszaubern, damit es da ein bisschen gesittet dazu geht bei der Überfahrt. Ja, also das sind so Punkte, wo ich unbedingt die ich auch wirklich erledigen möchte in der nächsten Zeit, damit es ein bisschen schöner wird. Und ich sag mal, diese Verschönerungsaktionen kann ich ja ich habe da beim Bauen halt Fehler gemacht, abbuchen und muss das jetzt nicht sagen, dass das jetzt, wo man sagen, so Roleplay-technisch irgendwie in die Richtung geht, dass ich da jetzt das bezahlen müsste, sondern dass das einfach Fehler am Bau sind, die die Baufirma für mich dann in Gewährleistung macht oder sowas. Keine Ahnung, also wenn man das jetzt aber vielleicht technisch auflösen möchte. Da fand ich den Kommentar ganz merkwürdig, um da nochmal drauf zurückzukommen. Der ist aber eine Weile länger her, dass ich GTA 5 Roleplay mal probieren sollte. Nein. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, nein, möchte ich nicht. Ich habe A, die Zeit nicht dazu, weil wenn man einen Roleplay-Charakter hat und auf einem Server unterwegs ist und der Charakter dort auch vielleicht was bewirken soll auf dem Server oder was werden soll auf dem Server und nicht nur einfach so ein Kreis-RP rumsteh am Würfelpark Charakter sein soll. Ich sag mal so, ich habe RP gemacht zu Arma-Zeiten oder in Arma und da habe ich ein Transportunternehmen aufgebaut auf einer Karte oder auf einem Server, der das war ganz spaßig, also dass ich dann, da habe ich dann auch mit dem Erstellerteam ein bisschen mehr zu tun gehabt. Und da haben wir halt eben zwei Fahrzeuge gestellt gekriegt, so mittelgroße Fahrzeuge haben wir gestellt gekriegt und damit haben wir dann angefangen zu fahren und Geld verdienen und haben dann unsere Fahrzeuge an Unternehmen, die Transporte brauchten, also die zum Beispiel eine Gruppierung auf dem Server wollte halt Sachen fahren und wir waren Fahrer für die und haben das Zeug transportiert und hatten halt eben durch, sagen wir mal, Verhandlungen mit den nicht so netten Fraktionen auf dem Server, hatten wir halt eben die Freiheit, dass wir nicht überfallen wurden, die Sicherheit darstellen konnten und bieten konnten. Natürlich nicht mit allen,
Ne? Das war auch klar. Also alle haben sich das nicht gefallen lassen. Oder haben das nicht mit unterschrieben und hatten halt eben doch eine gute Connection in Richtung Polizei, dass wir halt, wenn wir kritische Fahrten hatten durch kritische Systeme, wir die Polizei dazu holen konnten und dann dadurch einen Konvoi machen konnten und ähnliches. Also das war eigentlich ganz cool, das hat auch Spaß gemacht. Aber es hat halt eben auch sehr viel Zeit gekostet. Also war es dann wirklich jeden Abend von 19 bis 23 Uhr mindestens auf dem Server, wenn nicht noch länger, weil an manchen Tagen dann halt ein großer Transport, was weiß ich, kann mich noch an einen Salztransport erinnern mit 5 LKWs. Das war schon spannend. Also wir haben wirklich bloß die Fahrzeuge dargestellt und eine andere Firma wollte abbrauchte halt Salz und die hat gesagt, ja, wir haben die Abbaukräfte und da standen wirklich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren, aber etliche Leute halt eben am Abbauen und der LKW war auch relativ schnell voll und dann haben wir dann auch mit Polizeischutz quasi den Konvoi gefahren, das Salz gefahren, um halt eben die Sicherheit zu haben, weil das Unternehmen, für das wir diesen Transport organisiert haben, war halt, ja, vielleicht verfeindet mit einer anderen Gruppe auf dem Server, die nichts Gutes wollten. Und ja, also, ja, solche Sachen, die da zusammenkommen. Will man sagen, ob das geskriptet war am Ende nachher oder ob es da Optionen gab, Dinge nicht zu tun, Feuerfreigabe geben für die Polizei und sowas, wenn man dann, also wir hatten auch Entführungen und sowas. Wo meine Mitarbeiter entführt wurden, ich musste als Chef dann entscheiden, ja, Zugriff, nicht Zugriff, verhandeln, Geld geben und ähnliches, im engen Kontakt stehen mit der Polizei. War schon lustig, war witzig, also es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen, aber es ist halt einfach wirklich zu zeitintensiv, dass wirklich dem Spiel und dem eigenen Anspruch gerecht zu werden dann. Dafür habe ich dann doch spiele ich dann doch zu gern auch dieses Spiel hier oder ich fliege aktuell sehr viel im MS Flight Simulator rum oder ich mache hier Vorbereitungsarbeiten für die Aufnahmen. Das kostet durchaus auch sehr viel Zeit manchmal. Mache ich ja gerne, ist ja kein Problem. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, mache ich ja gerne und das macht ja auch Spaß. Und wie gesagt, so viele Spielstunden, wie ich in diesem LS-Teil habe, hatte ich, glaube ich, da müsste ich jetzt lügen. Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Wir werden mal kurz keinen Sound haben. Wir haben jetzt doch. Hat der LS alle überholt? Nee, noch nicht ganz, aber es fehlt nicht mehr viel. Also es fehlen noch 3 Stunden und dann ist es der von mir meistgespielte LS-Teil. Also das werde ich quasi heute und morgen erledigt haben und dann ist es von mir der meistgespielte LS-Teil, den ich habe mit knapp 300 Stunden momentan, also 294 waren es eben gerade und mein meistgespielter hat 296,5. Das war der 15er im Übrigen. Also weder 17er noch 19er, nein, der 15er war es, den ich so viel gespielt habe, so Hakenstedt muss das gewesen sein. Das habe ich wohl am meisten gespielt. So, und jetzt fällt mir auf, dass ich Saatgut nachkaufen muss. Ah, da muss ich jetzt auch noch eine Fahrt mit Saatgut machen. Schade, na gut, da muss ich schnell mit dem Auto herkommen. Denke ich mal, das sollte ja dann mit dem Auto erledigbar sein. Na guck mal, vielleicht reicht es ja noch aus, aber gehe nicht davon aus, dass die 134 Liter Saatgut jetzt hier noch ausreichen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch Saatgut einzeln auf dem Hof stehen habe ich nicht. Ich glaube, ich müsste aus der anderen Saatmaschine Saatgut rausholen. Und da sollte auch nicht mehr allzu viel drin sein. Also selbst das wird knapp dann. Naja, kicken wir mal, wa? Würde der Berliner wieder sagen. Ja. Also meine Erfahrungen mit Roleplay sind eigentlich nicht schlecht. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber wie gesagt, die Zeit nimmt das in Anspruch. Und das aber, ich weiß gar nicht, wann das war. Das muss 2016 gewesen sein oder so. Das war kurz bevor ich mit dem Kanal, glaube ich, angefangen habe. Und der wird jetzt nächstes Jahr 6 oder dieses Jahr 5 kommen. Den habe ich 17, glaube ich, habe ich angefangen, Videos hochzuladen. Weiß ich nicht mal mehr genau, siehst du? So weit ist es schon. Und ja, das ist eine schöne Zeit.
muss sagen, ich hätte mir mehr versprochen dadurch, aber. Also, aber gut. Ne? Will nicht klagen, macht ja Spaß. Naja, gut, die 20 Minuten sind voll. Na komm, wir machen noch so weit, bis der Auftrag, bis ich den Auftrag annehme und ich die Maschine dort ans Feld gebracht habe. Oder machen wir das in der nächsten Folge? Ach, nur in der nächsten Folge. Dann sehen wir in der nächsten Folge gleich die Anfahrt, beziehungsweise dann auch kann ich dann schon mal so ein bisschen gucken, wie das denn läuft mit den Mitarbeitern. Ich weiß, dass ich durch den Time-Cheat jetzt, also dass ich jetzt bloß, ja, ich nenne es jetzt immer so, aber dass ich mir ein bisschen mehr Zeit verschaffe durch die Langsamstellung auf nicht reale Zeit. Komm, fahren hier schon wieder. So, jetzt ist er leer hier. So, der hängt hinten dran, ne? Ich glaube, den brauche ich auch, ich bin mir nicht sicher. Habe ich da noch Saatgut da hinten? Nee. Kein Saatgut mehr. So, dann muss ich jetzt einmal. Ah, muss ich mit dem Trecker daran auch noch. Jetzt da rauskriege oder kriege ich das so raus? 200 Liter Saatgut ist auch nicht allzu viel. Naja, egal. So. Muss ich da mal ganz kurz davor hängen und muss dann sagen, dass das Saatgut da rauskommt. Zumindest schon mal auf die richtige Seite abgestellt. Diese Lenkung. Hä? Okay. Ach so. Muss einstellen, dass ich auch Halbpulle mitnehme. Und vorher noch mal kurz zu dem Acker da oben hin. Lieber noch alles hin in der Folge. Ach schon, den Auftrag nehmen wir an und dann werden wir da oben dann die Helfer fahren lassen und dann werden wir das Abfahren machen. Und dann ist das gut. Also die Anhänger habe ich nämlich hier schon geparkt. Ne? Mit dem kleinen Traktor noch vor, aber da kommt ja der Leittraktor dann noch vor. Ich weiß nicht, ob ich den Anhänger davon da auch noch nutze und die dann doch dahinter hängen, dass ich einen 3-Anhänger habe, mit denen ich fahren kann, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel dann. Des Guten. Und ich sag mal, der Helfer sollte sich eigentlich da hinten im Graben vielleicht festfahren, ich hoffe nicht. Aber das Feld sollte da nicht weit genug ab sein vom Graben da auf der Seite, oder? Na, eine Baum könnte Schwierigkeiten machen. Wir werden das sehen. Ah, na gut, dann fahre ich da rüber. Da kommt man, glaube ich, auch rüber, ne? Durch den Graben unten durch oder so? Ja, ich komme dann auch durch, okay. So, das hat jetzt keiner gesehen hier, ne? Nah genug dran. Hochnehmen. Im Ladebereich ist zu nah dran. Jetzt sind wir hier noch dran da. So. Jetzt muss ein Düngemittel hier oben rein. Und das Rest Saatgut hier mit reinnehmen. So. Feuern wir mit dem hier los. Aber die Operation schnell erledigt hier. So.
Also einmal die Fahrt hier noch fertig. Muss jetzt sowieso nochmal in die andere Richtung. Mal gucken, ob wir den Aufwand noch annehmen können gleich. Und dann sollte das hier demnächst. Also müssen wir Saatgut, Düngemittel müssen wir wieder kaufen. Nächste Saison. Ne, müssen wir diese Saison noch. Also, na gut, ja, nächstes Jahr kaufen. Ja, ist ja für nächste Saison. Weil ich ja noch Rüben und Dings aussehen muss. Und Hirse. Die beiden Sachen sind ja noch offen. Und dann ist eigentlich schon alles okay soweit. So, ich fahre jetzt noch da vorne drüber, dann ist das ja abgeschlossen. Aussaat fertig, wir nehmen den Auftrag an und dann werden wir uns wiedersehen. Wahrscheinlich, wenn ich einmal mittendrin bin im Auftrag irgendwo und wenn ich dann vielleicht, wo ich dann fertig bin mit dem Auftrag, um zu zeigen, wie viele Rüben ich sozusagen über habe vom Auftrag, die für mich in mein Lager wandern. Da muss ich sowieso gucken, weil das sehe ich ja direkt jetzt nicht. Da müssen wir dann, muss ich dann eine grobe Schätzung machen, halt in dem Moment, wenn ich da, immer wenn ich ranfahre und denke, so jetzt müsste eigentlich das von der Ernte klappen und so fertig sein, dann, dass ich das dann angucke. So, gut, die ganzen anderen Sachen mache ich aber dann jetzt. Jetzt geben wir noch den Auftrag an, wenn er noch da ist und dann werde ich den fertig machen und ich werde mir die Geräte ausleihen. Die 2100 werde ich mir da gönnen. Kann ich den jetzt abschließen? Kann ich nicht abschließen. Also da ist irgendwo schief gelaufen mit dem Auftrag. Den müssen wir uns dann dazu holen. So, und hier haben wir jetzt natürlich die Grimme Rexor 3000... Ne, 6300 oder 3600? Auf jeden Fall 6300 Platinum. Da geht wahrscheinlich ein bisschen mehr rein an Zuckerrüben. Da kann der Helfer schon mal ein paar Runden fahren mit. Auf dem Acker und das Ding, das ist gar nicht mal so unsportlich hier mit 40 km/h. Das gefällt mir schon mal. Und dann sollte hoffentlich der Helfer das einigermaßen gut hinkriegen und uns die mitlenkende Hinterachse macht mir ein bisschen wirr. Dann würde ich natürlich oder nur lenken, beide Hinterachsen lenken, ne? Ja, ich kann ja über die Frucht drüber fahren im Auftrag, weil die geht nicht kaputt. Mit dem Fahrzeug, wenn ich recht informiert bin, also mit dem Track, wenn ich da mit dem Trecker jetzt drüber fahre. Das ist natürlich auch nochmal ganz von Vorteil. Und ja, gucken wir mal, ne, was dann am Ende für uns dann hängen bleibt. Hier haben wir ein schönes Sonnenblumenfeld. Das ist, glaube ich, auch zum Auftrag freigegeben, dass ich das abernten könnte. Aber da habe ich jetzt das richtige Schneidwerk noch nicht für. Das würde ich mir dann jetzt halt dann aber auch nicht instant kaufen. Da muss ich mal gucken, was es überhaupt kostet. Und dass wir das dann später mal uns zulegen. Ja, noch ist es ein bisschen Eiertanz mit dem Fahren hier. Aber nichts ist besser als üben. So, dann wollen wir den einfach hier oben ansetzen. Es ist Feld 70 hier, ne? Mal ran mit dem Popo. So. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob man hier alles x'en muss. Einmal ausklappen die ganze Maschine. Uiuiuiui, da geht was los. Ein Konzert an Motoren. Und Schnecke allem, was dazugehört. Und dann würde ich sagen, drück mal H wie Helfer. Und der legt los und holt uns hier die Rüben von der Welt. Und vom Feld. Ja, und ich werde dann als Abfahrer dann fungieren und werde ab und zu mal hinkommen und ihm die Rüben abholen. Oder von ihm die Rüben abholen. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.